Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich heute mit euch nochmal in Ruhe die letzten Nintendo Direct bzw. alle Infos, welche auf dieser und vor allem im Anschluss der Direct bezüglich Animal Crossing veröffentlicht wurde, besprechen möchte. Denn tatsächlich wurde auch nach der Direct via Twitter noch einiges an Content für New Horizons angekündigt, welchen ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Um welchen Inhalt es sich genau handelt und weshalb wir eventuell schon bald mit neuen Bewohnern im Spiel rechnen können, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich aktuell fast daily streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Das Warten auf neue Infos zu neuen Inhalten für New Horizons hat mit der letzten Nintendo Direct, welche in der Nacht vom 23. auf den 24. September stattgefunden hat, endlich ein Ende. Es wurde uns finally das Café bzw. mehr der Eingang des Cafés vorgestellt, welcher, wie auch schon in einer meiner letzten Videos vermutet, sich im ersten Stock des Museums auf der linken Seite befinden wird. Was mir hier, by the way, direkt aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass gegenüber des Café-Eingangs ja theoretisch auch noch Platz für einen weiteren Raum wäre. Und naja, es schlummern im Code des Spiels ja auch noch Hinweise zu einem Museumsshop, aber dazu wird es eventuell nochmal ein extra Video von mir geben. Naja, auf jeden Fall finde ich den Eingang des Cafés ja sehr simpel gehalten. Ich persönlich hätte mir noch irgendwie ein wenig saisonale Dekoration gewünscht, welche sich dann von Jahreszeit zu Jahreszeit ändert. Aber I don't know, ob das so gut am Ende ins Museum hineingepasst hätte und eventuell sehen wir diese saisonale Dekoration ja auch noch im Inneren des Cafés. Dieses wurde, by the way, wie auch schon in meinem letzten Video erwähnt, nicht wirklich gezeigt, also man konnte keine Spieleansicht sehen und auch von Coffee fehlte in dem kleinen Teaser jede Spur. Jedoch gab es gegen Ende des Teasers einen sehr unscharfen Screenshot, auf welchem man zumindest einen Teil vom Inneren des Cafés erkennen konnte und dieser schaut, wie ich finde, wirklich, wirklich schön aus. Veröffentlicht werden soll das Café-Update zwar erst im November, jedoch sollen wir schon einen Monat vorher, also im Oktober, im Rahmen einer Animal Crossing Direct mehr über das Café und vor allem über weitere kommende Updates informiert werden. Und ja, dieses Announcement, also dass wir nächsten Monat eine eigene Direct zu Animal Crossing sehen, ist schon wirklich heftig. Also nur nochmal zur Erinnerung, die letzte Animal Crossing Direct ging fast 30 Minuten. Bedeutet, wir werden noch deutlich mehr Content als in Anführungszeichen nur das Café in Zukunft in New Horizons sehen. Ein genaues Datum, wann die Animal Crossing Direct stattfinden soll, wurde zwar noch nicht genannt, wird aber, denke ich, in den nächsten Tagen via Twitter bekannt gegeben. Was ebenfalls über Twitter nach der Nintendo Direct bekannt gegeben wurde, sind die neuen Animal Crossing Amiibo Karten. Von diesen soll es demnächst eine komplette neue Serie geben, welche sehr wahrscheinlich insgesamt 100 neue Karten beinhalten wird. Auch hier gab es bereits vor ungefähr einem halben Jahr ein Video von mir, in welchem ich bereits über eventuell neue kommende Amiibo Karten berichtet habe und auch schon damals stellte sich die Frage, welche Bewohner denn in dieser neuen Serie sein könnten. Ich meine, mit New Horizons sind jetzt nun zwar einige neue Bewohner dazugekommen, aber längst nicht so viele, dass man damit eine ganze Serie auflegen kann. Bedeutet entweder, dass wir mit der fünften Amiibo-Kartenserie komplett neue Bewohner mit ins Spiel bekommen werden, welche bis dato in der Welt von Animal Crossing noch nicht vorhanden sind, oder dass alte Bewohnerkarten einfach neu designt werden und diese nun in der fünften Serie enthalten sein werden. Was das angeht, müssen wir uns, denke ich, einfach überraschen lassen. Auch hier wurde noch kein Zeitraum genannt, wann die Karten denn released werden und zudem ist auch noch nicht wirklich klar, ob diese überhaupt zu uns nach Deutschland kommen. Jedoch gehe ich stark davon aus und denke, dass wir auch bald mit einem Restock der aktuellen Serien rechnen können. Neben den Amiibo-Karten und dem Teaser in der Direct wurde außerdem auf der japanischen Nintendo-Seite noch ein Blogpost veröffentlicht, in welchem zum einen nochmal bestätigt wurde, dass wir bis November kein Update in New Horizons sehen werden und zum anderen, dass wir mit der aktuellen Version des Spiels, also der Version 1.11.1, auch das demnächst stattfindende Halloween-Event spielen können werden. Zu dem Event wird es natürlich, wenn es soweit ist, auch ein Video von mir geben. Des Weiteren wurden drei kommende saisonale Nook-Shopping-Events bestätigt, bei welchen es sich zum einen um den Tag der Toten handelt, sowie um das Laternenfest und das Chichiko Sunfest. Aber ja, so viel zu den neuesten Infos für New Horizons nach der Nintendo Direct. Ich bin wirklich gespannt, was Nintendo für die Zukunft von New Horizons geplant hat und denke, dass wir im Spiel noch so einige wirklich nice Features bekommen werden. Aber was ist eure Meinung zu Nintendo Direct? Seid ihr zufrieden mit den Infos, die wir für Animal Crossing bekommen haben? Und was erwartet ihr bei der kommenden Animal Crossing Direct? Schreibt es mir gerne in die Comments. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch mit dem Video ein klein wenig weiterhelfen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 57,5% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und
Ciao.